Kann ein Medium deine früheren Leben sehen? Und warum sollte er das überhaupt tun? In diesem Video möchte ich dir ein wenig über mediale Seelenreisen erzählen und was das Ganze mit Rückführungstherapie zu tun hat. Mein Name ist Ralf Ungerland und ich habe vor über 20 Jahren als NLP-Coach und Persönlichkeitsentwickler meine selbstständige Reise begonnen und arbeite heute zusammen mit meiner Partnerin Nicole Frost als Medium für mediale Seelenreisen. Und was hat das Ganze mit früheren Leben und mit Rückführung zu tun? Ich habe vor über 20 Jahren schon begonnen, mit Menschen zu arbeiten, als Coach mit Menschen zu arbeiten und ihnen bei ihren Problemen behilflich zu sein, sie zu unterstützen, und habe einen Prozess immer sehr häufig angewandt, das der Rückführung. Das heißt, wir haben uns bestimmten Themen einfach angeschaut, wo kommt das Ganze her, was ist die Prägung von negativen Glaubenssätzen, von Zweifeln, von Ängsten, von Selbstwert, mangelnden Selbstwertgefühlen und. Und damals habe ich nur angefangen und habe sozusagen geglaubt oder einfach auch nicht besser gewusst, dass es halt irgendwo aus der Kindheit herkommen muss oder irgendwo eine Prägung aus der frühen Zeit des Lebens herkommen muss, von Eltern, von Autoritätspersonen wie Lehrern und so weiter, und habe damit verschiedene Interventionen meinen Klienten damit geholfen, hier ihre Themen aufzulösen. Irgendwann habe ich dann in einer Hypnoseausbildung die Rückführung in früheres Leben kennengelernt, und von da ab ging dann in den Rückführungsprozessen halt, endete das nicht mehr bei der Kindheit, auch nicht mehr bei Geburt oder Mutterleib. Manchmal gibt es auch da solche Prägungen, die da entstanden sind, sondern es ging viel, viel weiter zurück, nämlich in früheren Leben. Ich habe dann einen Prozess entwickelt, der mit einem Leitgefühl arbeitet, wo ich herausfinden konnte, zusammen mit dem Klienten natürlich herausfinden konnte, wo ist denn nun die wirkliche Ursache? Eine Angst zum Beispiel. Eine Angst vor Wasser. Ich erinnere mich an eine Klientin, die nicht mit ihrer Familie in der Ostsee baden gehen konnte, weil sie den Geruch des Wassers nicht ertragen konnte. Und in einer solchen Rückführung haben wir den wahren Ursprung rausgefunden, der tatsächlich in einem früheren Leben lag, wo sie als junge Frau überfallen wurde, niedergeschlagen wurde und dann an einem See mit einem muffigen Geruch aufwachte. Und dieser muffige Geruch, der so ein bisschen an diesen Seegeruch auch schon mal an der Ostsee erinnert, der löst immer wieder diese Angst aus. Und wir haben das Ganze aufgelöst, und danach konnte sie ganz befreit mit ihren Kindern, mit ihrer Familie, mit ihrem Mann zum ersten Mal dann auch ins Wasser gehen. Es gab viele solcher Geschichten, aber der Grund war immer zu sagen, herauszufinden, wo ist der Ursprung? Wo ist der Ursprung? Und in der Rückführungstherapie, so wie ich sie dann mit meinen Klienten dann weiter gemacht habe, für alle, die denn am Anfang dafür offen waren, sagen, ging es halt darum, das gesamte Spektrum der Seele zu erfassen, also nicht nur das heutige Leben, sondern auch alle früheren Leben. Was hat das Ganze denn nun jetzt mit medialen Seelenreisen zu tun, fragst du dich? Nicht für jeden Klienten war das damals ein leichtes, in diesen Zustand früheren Leben reinzukommen. Nicht jeder Klient war offen dafür. Nicht jeder Klient hatte, sagen wir mal, diese medialen Fähigkeiten, so eine medialen Fähigkeit sozusagen, diesen Bilder zu erhalten oder vor allen Dingen auch diesen Bildern zu vertrauen. Und ich habe dann eine
weitere Ausbildung gemacht bei dem Dr. Alexander Goschtini und zum ersten Mal bei ihm eine Demonstration zu einer stellvertretenden Rückführung kennengelernt. Und das hat mich fasziniert. Ich konnte mir es auch gut vorstellen, weil ich wusste, mit Stellvertretern kann man, wird in Familienaufstellungen viel gearbeitet. Stellvertreter können viel herausfinden, sozusagen, was man sich so nicht vorstellen kann, was für den auf den ersten Blick immer unglaublich erscheint. Also warum sollte das nicht auch mit einer Rückführung gehen, mit einer stellvertretenden Rückführung? Und bei einer stellvertretenden Rückführung braucht man eigentlich zwei Personen, sozusagen man braucht den Rückführungsleiter oder Rückführungstherapeuten und man braucht einen Stellvertreter, der als Stellvertreter für den Klienten dann Medium ist. Natürlich sollte der Stellvertreter Erfahrung haben in Rückführung, frühere Leben, sollte mediale Fähigkeiten, Talente möchte ich gar nicht nennen. Ich glaube fest daran, dass man das, dass jeder das lernen kann. Also sollte Grundfähigkeiten haben. Und am Anfang, als ich es kennenlernte, war es für mich immer so eine Ausnahmegeschichte halt, eine Ausnahmegeschichte, wenn es dann bei dem Klienten nicht klappt, weil ich damals noch geglaubt habe, naja, wenn ich das selber mache, das hat schon einen anderen Wert. Ich bin im eigenen Erleben drin, im eigenen Erfühlen drin. Ich sehe das ja selber und kann ich denn wirklich dem vertrauen, was der Stellvertreter dann mir erzählt oder zeigt. Doch die Zeit ging weiter und eines Tages gab es so einen Moment, der so rückblickend betrachtet, so der Anfangsmoment war, als nämlich ein Klient zu mir kam und ich versucht habe, ihn ein früheres Leben zu bekommen und es gelang ihm nicht oder damals glaubte ich natürlich, mir gelingt es nicht und er hat mich dann beruhigt und hat gesagt, Ralf, du bist nicht der Erste, ich war schon bei verschiedenen Rückführungstherapeuten, ich bekomme da einfach keinen Zugang. Und dann habe ich ihm was von der stellvertretenden Rückführung erzählt und er kannte die Bücher von Alexander Goschtini in- und auswendig, wirklich so, und sagte, natürlich, das können wir machen. Und am nächsten Tag haben wir dann eine stellvertretende Rückführung gemacht und das Spannende damals war, er war in dem Raum anwesend, einer meiner damaligen Ausbildungsteilnehmerinnen, die ich in Rückführung ausgebildet hatte, war denn das Medium und er hat sozusagen live dann mit beobachtet, was sie dann sieht zu seinem Thema, was jetzt erstmal hier in diesem Video keine Rolle spielt. Und ich habe dann gesehen, dass er den kinesiologischen O-Ring-Test kennt. Das ist so ein Selbsttest, wo man halt so für sich herausfinden kann, ob eine Aussage stimmt oder nicht stimmt. Das ist so ein Muskeltest. Und der saß dann da und hat sozusagen per Muskeltest immer die Aussagen überprüft und an einer oder zwei, drei Stellen hat er auch gesagt, Ralf, frag doch mal das und das nach. Das habe ich dann getan halt und es war schon sehr spannend. Und da er ein sehr neugieriger Mensch war und auch ein positiv kritischer Mensch, positiv skeptischer Mensch, hat er das, was wir da in der Rückführung, das Medium Rückführung erlebt hat, hat er das recherchiert. Wir haben nämlich tatsächlich da in dieser Rückführung einen Namen bekommen, auch eine Jahreszahl bekommen, ein Land bekommen, was es genau ist. Hat er gebeten, nicht, dass ich das nicht erzähle. Aber was ich glaube ich erzählen kann, ist, dass er das über historische Quelle, verschiedene Originalquellen halt auch recherchieren konnte und er konnte tatsächlich herausfinden, wer er denn selbst in diesem früheren Leben war. Also für ihn hatte das einen absoluten Wahrheitsgehalt. Aber er hat noch weiter geprüft. Er kannte sich mit der Kinesiologie aus, er hat viel von der Methode gehalten, ist zu seiner Heilpraktikerin gegangen nach der Rückführung und sie mit ihren folgenden Test gemacht, die Kinesiologie kennen, wissen, was das bedeutet, hatten verschiedene Aussagen dieser Rückführung auf kleine Karten geschrieben. Und darunter waren wahre Aussagen, darunter waren falsche Aussagen. Und die Karten hat er verdeckt vor sie hingelegt, jede einzelne. Und sie hat dann mit einem kinesiologischen Muskeltest, welcher genau, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein Armtest, hat sie das überprüft, ob die Aussage auf dieser Karte, die sie nicht sehen konnte, ob sie stimmt oder nicht stimmt. Wie gesagt, es waren wahre Aussagen dabei und falsche Aussagen dabei.
Und auf jeden Fall lag sie, so berichtete er mir, zu 100% richtig. Das war für ihn, aber auch für mich, da ich das kenne, sozusagen der Beweis, dass das so gestimmt hat. Es gab in dieser Zeit noch einige weitere stellvertretende Rückführungen, wo wir Dinge herausgefunden haben, wo ich auch selbst als Medium dann in die Rückführung gegangen bin, wo ich Dinge, Namen und Ort herausgefunden habe und Geschehnisse, die so in Synchron gingen mit dem heutigen Leben, dass die Klientin, die sogar sehr skeptisch war, total überzeugt war, dass es tatsächlich ihr früheres Leben ist. Damals war es ganz wichtig für mich, das war für mich sozusagen der Beweis, dass ein Medium tatsächlich das frühere Leben eines Klienten sehen kann. Für diejenigen unter euch, die vielleicht so mit Arbeit mit Medien vertraut sind oder auch in anderen Zusammenhängen schon mal Medien beauftragt haben und da natürlich positive Erfahrungen gesammelt haben, für die ist es vielleicht nichts Neues. Für mich war es damals was total Neues. Wie ging es denn eigentlich weiter? Die Zeit verging und ich habe meine heutige Partnerin Nicole kennengelernt und wir sind nach Ibiza ausgewandert und wollten da unseren neuen Start, unser Glück versuchen. Das hat letztendlich nicht geklappt. Aber wir waren so ein bisschen was wie einer Notsituation, weil zu wenig Klienten einfach zu uns kamen. Also die auf Ibiza waren nicht so daran interessiert an frühere Leben, was wir gehofft hatten, uns gewünscht hatten. Für die aus Deutschland, auch meine Klienten aus Deutschland, waren wir einfach zu weit weg. Und eines Morgens habe ich dann zu Nicole gesagt, sag mal, lass uns doch mal diese stellvertretende Rückführung ausprobieren. Das Tolle ist, wir waren ja zu zweit und beide von uns waren ja medial und für uns war es leichtes, in diese früheren Leben dann hineinzugehen. Und wir haben dann angefangen, das anzubieten. Ich habe damals Newsletter rausgeschickt, war noch in dem Glauben, dass die meisten meiner Klienten jetzt uns für völlig verrückt halten würden, aber genau das Gegenteil war der Fall. Wir haben also erste Buchungen da bekommen und haben dann diese Arbeit nicht nur angefangen, so wie ich es jetzt mal von Goschen kennengelernt habe, sondern wir haben sie weiterentwickelt. Es gibt verschiedene Elemente in der Rückführungstherapie und da komme ich wieder zum Schluss drauf, halt, die man dann einsetzen kann, bestimmte Auflösungsrituale, bestimmte Heilrituale, bestimmte Interventionen, bestimmte Sachen, man kann da überprüfen, halt, ob die Person im früheren Leben, ob es im heutigen Leben auch gibt und viel, viel mehr. Da möchte ich in einem zweiten Video drauf eingehen. Wir haben das mehr und mehr in dieser Arbeit integriert. Und schließlich sind wir zum Schluss gekommen, dass ein Medium alles das tun kann, was in einer Rückführungstherapie, einer klassischen Rückführungstherapie, auch möglich ist. Es gab dann sozusagen keinen Unterschied mehr. Doch wie kommt der Klient ins Erleben rein? Denn schließlich habe ich auch immer geglaubt, dass das Erleben etwas sehr, sehr wichtig und Wertvolles ist. Wir haben es natürlich nicht einfach so gemacht, sondern wir haben diese Rückführung dann live aufgenommen. Das heißt, sowohl die Anweisung des Rückführungsleiters als auch des Mediums, des Stellvertreters. Und der Klient bekam diese Aufnahme zugesandt als Audioaufnahme und konnte sie sich anhören. Eigentlich durch eine Klientin, die uns dann ihre Erfahrung berichtet hat, gesagt, ja, ich habe mich hingelegt und mein Hund war bei mir, ich habe die Augen geschlossen, ich habe Kopfhörer aufgesetzt und ich habe diese Sitzung nacherlebt. Und ich hatte die Augen geschlossen und ich wusste auch immer, wie es weiterging in dieser Reise, bevor überhaupt irgendeine Aussage dazu kam. Und das war ein weiterer Schlüsselmoment. Vielleicht klingt das sehr banal für dich, aber das war ein anderes Hören, als wenn ich die Aufnahme bekomme, sie irgendwo einspiele und dann auf dem Sofa sitze, mich mit jemandem vielleicht noch unterhalte, ein Glas Wein trinke und das so nebenbei höre, sondern ich erlebe es nach. Ich erlebe es mit und erlebe es nach. Und das Einzige, was wir brauchen, sozusagen, ist das Vertrauen des Klienten, der Klientin, dass das, was sie hört, ihr eigenes Leben ist.
Aber durch die Rückmeldung, die wir dann mehr und mehr bekamen, wuchs das Vertrauen, nicht nur bei uns, auch bei den Klienten, die dann die Rückmeldung gelesen haben auf der Homepage. So, also darum geht es halt sozusagen, dass dieses Nacherleben. Sozusagen, sie waren in ihren Emotionen drin, sie hat genauso geweint an den Stellen, die sie berührt haben, als wenn es ihre eigene Rückführung wäre. Wenn du so willst, ist die mediale Seelenreise ein Teil davon. Es gibt noch ein paar Sachen mehr dazu. Ein Teil davon, eigentlich nichts anderes als eine mediale Rückführungstherapie. Damals noch für mich so aus einer Not geboren, aus einer Reserve rausgeboren, so war ziemlich schnell klar, dass es eigentlich was Grandioses ist. Also zum einen halt für alle Klienten, die sich schwer tun, halt selber Bilder zu bekommen, die ihren Bildern nicht trauen. Die Erfahrung haben wir gemacht, dass sie den Bildern des Mediums oft mehr vertrauen als ihren eigenen Bildern, weil wir sehen Bilder und kennen doch das genaue Leben der Klientin nicht. Das heißt, wir haben Dinge gesehen und entdeckt und herausgefunden, die wir nicht wussten, die Parallelitäten, die Synchron, nein, Parallelitäten zum heutigen Leben aufgewiesen haben. Die Klientin wusste, das ist tatsächlich mein früheres Leben. Der zweite Punkt ist, es kommt immer wieder vor in einer Sitzung, da habe ich es ja auch kennengelernt als Rückführungstherapeut, dass eine Klientin oder ein Klient halt gerade bei unangenehmen Szenen in Widerstand geht und sie häufig nicht sehen will, häufig überspringen will. Aber gerade darum geht es sich auch mal, die nicht so tollen Sachen, die unangenehmen Sachen anzuschauen, weil es soll ja etwas in die Heilung gehen, es soll etwas aufgelöst werden. Und wenn wir uns nicht das komplett anschauen, kann es sich nicht auflösen. Für ein Medium ist das kein Problem. Für die Klientin, die das nacherlebt, ist es dann ja auch kein Problem, weil sie kann gar nicht mehr in Widerstand gehen. Sie kann natürlich auf den Pause-Knopf drücken oder auf den Stopp-Knopf drücken. Das haben die meisten aber nicht getan oder meines Wissens hat es niemand getan. Aber sozusagen, sie können gar nicht mehr in Widerstand gehen. Und wir haben herausgefunden, dass wir als Medien, da es ja unser tägliches Brot ist, du kennst das ja auch, du machst deinen Job, egal welchen Job du machst, du bist eine Routine drin, du kennst dich aus, du machst ihn tausendmal besser als irgendjemand, der noch nie etwas in solcher Art wie du gemacht hast. Und so geht es uns ja auch. Das heißt, es ist unser Job, das zu sehen. Wir können es viel, viel schneller sehen. Wir sehen viel, viel mehr Leben. Der damalige Klient, von dem ich am Anfangs berichtet habe, der hat gesagt halt, ich mache nur noch stellvertretende Rückführungen. Selbst wenn ich mal ein früheres Leben sehen sollte, mit Mühe und Not würde ich vielleicht so ein früheres Leben zusammenkriegen, aber in so einer Sitzung mit einem Medium, die dann drei bis zu drei frühere Leben sehen kann, verschiedene Szenen sehen kann, das ist doch viel, viel effektiver. Heute weiß ich, was er damit meinte. Damals habe ich es noch nicht so richtig verstanden, was das eigentlich bedeutet. Und diese Form, die natürlich auch den Vorteil hat, der Klient muss gar nicht zu uns kommen. Der Klient kann das zu Hause in seiner Zeit tun, in seinem Raum tun. Er muss jetzt auch nicht so ganz praktische Dinge, er muss sich jetzt nicht für den Tag frei nehmen und so weiter, um dann so einer Sitzung teilzunehmen zu können, weil die dauert ja schon mal 3 Stunden. Also man muss sich da schon ein bisschen Zeit reservieren. In einer medialen Sitzung spielen all diese Komponenten gar keine Rolle mehr. Und das ist der Grund, warum wir irgendwann auch angefangen haben, nur noch diese Sitzung zu machen und die anderen Sitzungen gar nicht mehr anzubieten, weil wir einfach herausgefunden haben, wie effektiv das Ganze ist. Das soll nicht bedeuten, dass, wenn du möchtest, nicht auch selber eine Rückführungssitzung persönlich erleben kannst und solltest und wenn es für dich sich richtig und stimmig anfühlt, mach das ruhig. Aber das ist der Grund, warum wir halt diese medialen Seelenreisen plötzlich anfingen zu entwickeln. Als Ursprung aus der Rückführungstherapie, die dann medial wurde. Und dann gab es weitere Reisen in die geistige Welt, Seelenreisen und viele Dinge mehr, von denen ich dir im weiteren Video berichten möchte. Und es gibt
Heilungs- und Auflösungsrituale, die wir zum Teil entwickelt haben, zum Teil aus anderen Komponenten integriert haben, die auch ein fester Bestandteil dann dieser Arbeit wurden. So, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören und in einem zweiten Video werde ich dir mehr darüber erzählen. Bis dann.